Ja, herzlich willkommen zu Edwards Frage. Mein Name ist Simon. Und ich bin Thomas. Simon, worum geht's denn heute? Heute geht es um Ihre Fragen über AdWords. Diese können Sie uns schicken mit dem Hashtag AdWordsFrage an die sozialen Netzwerke Google+, Facebook oder Twitter. Wir suchen uns dann die besten Fragen raus und beantworten diese am Ende des Monats in unserer Ausgabe von AdWordsFrage. Zum Beispiel hat uns Michael gefragt über unser Hangout zum Thema Gebotsanpassungen. Werden bei den von euch gewählten Werbezeitplaner-Einstellungen nur in den von euch definierten Zeiten Anzeigen geschaltet? Vielen Dank für diese gute Frage, Michael. In der Tat ist es so, dass die Anzeigen nur zu den von Ihnen definierten Zeiten ausgestrahlt werden können. An den Tagen oder zu den Zeiten, die Sie im Werbezeitplaner nicht beigefügt haben, werden diese Anzeigen also nicht ausgestrahlt. Hierbei ist es also besonders wichtig, vor dem Start der Kampagne darauf zu achten, dass diese Zeiten Ihren Wünschen entsprechen, damit dann auch die Anzeigen ausgestrahlt werden können. Ganz genau, Thomas. Wenn man jetzt zum Beispiel Fahrradtouren in Berlin anbietet, dann könnte man sich hier überlegen, dass man Anzeigen nur zu Zeiten schaltet, wo die Kunden sich noch in der Tagesplanung befinden. Also zum Beispiel von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags vielleicht. Genau so ist es. Hiermit sind wir also auch schon wieder am Ende unserer kleinen Serie angekommen. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie diese gerne auf den sozialen Netzwerken posten. Mit dem Hashtag AdWordsFrage finden Sie uns auf Google+, Facebook und Twitter. Ebenso können Sie unterhalb der YouTube-Videos Ihre Kommentare verfassen oder so wie Michael in der AdWords-Community fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.